Bevor ich anfange, als erstes muss ich jetzt einen großen Switch in meinem Kopf machen, weil ich ein 3-Tages-Python-Design-Pattern-Schulung gerade halte und heute ist der 2. Tag. Also ich mache gerade was ganz anderes. Weil ich einfach furchtbar neugierig bin, mache ich auch ganz andere Sachen gern. Was will ich machen? Ich will über Gleichzeitigkeit und Parallelisierung in C++ 17 und 20 erzählen. Mit 17 ist relativ klar, was reinkommt, mit 20 sind es natürlich Vermutungen, aber mich interessiert ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob das jetzt reinkommt oder das reinkommt oder in dieser Form oder jener Form. Was mich viel mehr interessiert ist, einfach zu sehen, wohin sich die Sprache entwickelt, welche Abstraktionen es gibt. Ach interessant, hier switcht nichts und hier switcht es. Ich muss da hinschauen. Egal. Das ist mein Plan für heute. Ich erzähle was über die unmittelbare Zukunft und über die fernere Zukunft. Mit C++ 17 bekommen wir eine parallele STL. Das heißt, die Algorithmen der STL, das ist eine Template Library, kriegen eine sogenannte Execution Policy. So kann man sie parallel ausführen. Sequential natürlich wie immer, aber auch parallel und vektorisierend. Das ist die Idee. Und mit C++ 20 gibt es ganz neue Sachen. Es gibt Atomic Smart Pointers, Stud-Future-Erweiterung. Stud-Future kennen ja die meisten von euch vermutlich aus C++ 11. Die haben einige Probleme und darum werden sie erweitert in 20. Latches und Barriers gibt es. Coroutine, was ganz Interessantes. Da werde ich morgen was dazu in Python erzählen. Finde ich relativ interessant. Ist ein ganz anderes Programmierparadigma, das jetzt in C++ Einzug hält. Transaction Memory und Taskblöcke. Ich werde gleich loslegen. Wenn es Fragen gibt, können Sie mich sofort unterbrechen. Ihr habt schon gemerkt, ich duze. Okay, da geht's los mit 2017. Also, Sie können jetzt, oder ihr könnt es jetzt, schon ist das Problem, was könnt ihr machen? Ihr könnt jetzt ein paar Algorithmen der Standard Template Library mit einer sogenannten Execution Policy versehen ausführen. Sequenziell, so wie immer, parallel unsec, das steht für parallel und vektorisierend. Das hat mich ehrlich gesagt schon verwundert. Was heißt vektorisierend? Was heißt das? Wenn ihr euch das hier anschaut, vor allem diesen roten Ausdruck, wenn ich das nicht vektorisierend ausführe, was passiert dann? Dann wird sozusagen die Schleife so berechnet, dass in jeder Schleife Rest von i dadurch entsteht, dass ich weg an der Stelle i plus 5 rechne, also stepwise. Eins und das nächste, einzeln. Das sieht man ohne tiefe Assembler-Kenntnisse. Da reichen selbst meine Assembler-Kenntnisse aus, wenn man sich den Assembler-Code anschaut, der hinten rauspurzelt. Wenn man das Programm aber dann ein bisschen intelligenter übersetzt, eine intelligentere Laufzeit hat und es mit Optimierung übersetzt, dann schaut es irgendwie ganz anders aus. Hier kommen spezielle Register zum Einsatz, die eben 1, 2, 3, 4 Ints groß sind, 128 Bit. Das heißt, da werden vier Additionen in einem Rutsch gemacht, vektorisiert eben. Also wenn die Infrastruktur das unterstützt, dann läuft es dann halt hier viermal so schnell. Also ich habe hier einfach ein Beispiel und dann, das ist Goldbolt. Die meisten kennen den. Da sieht man halt genau, was hinten rausputzelt, Assembler-Instruktionstechnisch. Das wird es also geben. Wie schaut das Ganze aus, wenn ihr eine Execution Policy angibt? Eigentlich nicht besonders. Das ist klassisches C++ 98. Das wird auch natürlich noch in 2017 gehen, also mit C++ 17. Aber so könnt ihr sagen, sequenziell, parallel und par unsec. Ja, dann wird es halt, sofern möglich, parallel oder parallel und vektorisierend ausgeführt, so wie ich es gerade vorgestellt habe. Das ist die Idee. Die Frage ist, wie viele Algorithmen werden parallelisiert? Wenn ihr ganz scharf zählt, sind es, komm jetzt, 69. Schon einfach. Hab doch schön gelayoutet. 69 Algorithmen wird es dann in parallel und parallel vektorisierender Form geben. Das sind sie alle. Und manche sind rot. Warum sind die rot? Die wird es neu geben. Da schreibe ich übrigens gerade drüber, das wird nächste Woche veröffentlicht. Weil das sind Algorithmen, wenn ihr die ganz scharf anschaut, dann kennst du die vielleicht aus der funktionalen Welt. Also das fand ich lustig. So verstehe ich die dann auch. Und C++ sind sie relativ schwierig zu verstehen. Haskell verstehe ich sie dann. Okay. Auf einem will ich ein bisschen tiefer weiter rumreiten. Wie heißt die Funktion die Funktion Transform in C++ entspricht der Funktion Map in Haskell. Das heißt, ich könnte statt Transform Reduce auch Map Reduce schreiben.
Wir haben also tatsächlich MapReduce jetzt in C++ 17. Und so schaut es aus. Statt, also, wenn sie es ordentlich oder wenn sie es anders geschrieben hätten, hätten sie es parallel MapReduce nennen können. Und dann würde jeder wissen, hey, da wird sowas ähnliches gemacht wie im MapReduce-Framework. MapReduce besteht aus zwei Phasen. Einer sogenannten Map-Phase, in dem die Input-Values auf andere Values gemappt, also transformiert werden. Und einer Reduce-Phase, in dem die Werte auf einen Wert reduziert werden. Das sind die zwei Phasen von MapReduce. Und genau das passiert hier. Hier habe ich einen Vektor von Strings, only for testing purpose. In der sogenannten Map-Phase map ich jeden dieser Strings auf seine Länge durch diese Lambda-Funktion hier. Und in der Reduce-Phase, indem ich die binäre Operation anwende und die Elemente reduziere auf den Ausgabewert, addiere ich diese Werte hier zusammen. Also unter der Decke kommt dann 21 raus. Das ist sozusagen MapReduce in C++. Und wenn ihr jetzt noch eine extrem intelligente Infrastruktur habt und das vielleicht auf HPX laufen lasst oder NVIDIA Trust als Implementierung der Standard-Template-Library, dann wird das eventuell auch hochparallelisiert ausgeführt. Das ist jetzt eine Frage der Infrastruktur. Auf meinem Rechner war da vermutlich kein Performance-Hit drin, aber es tut. Die Beispiele, die ich habe, die tun in der Regel alle. Das hier habe ich mit HPX übersetzt, mit ein bisschen Anpassungen. Okay. Ganz darf man aber das Denken nicht aufhören bei der parallelen STL. Warum? Wenn ich auf so eine intelligente Idee komme, wie hier parallel meinen Vektor zu sortieren, macht natürlich wahnsinnig viel Sinn bei so einem großen Vektor, aber wenn ich auf die Idee komme, den parallel zu sortieren und mich interessiert, wie oft habe ich das Sortierkriterium angewendet, dann kam ich halt auf die intelligente Idee, eine globale Variable mitzuführen, die außen erklärt wird, sodass man danach weiß, wie oft habe ich tatsächlich das Sortierkriterium, diese Lambda-Funktion hier, angewandt. Was ist das Problem? Ich habe gleichzeitiges Lesen und Schreiben einer Variable, per Definition ein Data Race, per Definition undefiniertes Verhalten, per Definition Catch-Fire-Semantik. Es kann alles passieren, selbst der Rechner kann in Rauch aufgehen. Catch-Fire-Semantik. War also keine so gute Idee. Also ich hätte zum Beispiel, ich habe es jetzt fast vergessen, danke. Natürlich, das könnte eine atomare Variable sein, dann hätte ich es gewonnen oder müsste was anderes tun. Okay, dann gibt es eine sogenannte statische und eine dynamische Ausführungsstrategie. Zur dynamischen habe ich leider was zu sagen noch, aber erstmal zur statischen. Was heißt statisch? Ich habe hier den Quicksort-Algorithmus, den ihr ja vermutlich alle kennt, weil jeder damit geplagt wurde. Und was macht der? Das ist ein typischer Teil- und Hirsch-Algorithmus. Ihr habt eine Liste, eine Sequenz, ihr wollt sie sortieren und ihr löst das Problem dadurch, dass es in zwei Teilsequenzen unterteilt und das macht es rekursiv. Irgendwann geht die Teilsequenz auf 1 und dann habt ihr auf magische Weise den ganzen Vektor oder die Sequenz sortiert. Das hört sich doch schon so wahnsinnig parallel an, das Teilen und Teil und Hirsche. Also was mache ich hier? Die Partition, die ich hier anwende, um die Elemente zu bestimmen, die kleiner wie das Pivot-Element sind und die größer gleich größer wie das Pivot-Element sind, ja, das mache ich doch parallel. Was für Problem gibt es hier eventuell? Ursprünglich habe ich gedacht, es gibt zwei, es gibt aber tatsächlich nur eins. Ich parallelisiere selbst dann, wenn der Vektor nur aus zwei Elementen besteht und es kann sein, dass das vielleicht nicht so optimal ist. Das ist ein klassisches Problem. Erst habe ich nur gedacht, ich habe das Problem, dass ich eventuell zu viele Threads spawnen und sozusagen mein System überflutet. Das ist aber nicht der Fall. Das habe ich erst gedacht. Also das Problem ist, dass ich dann zum Beispiel hier mit einem Vektor reingehe, der nur noch zwei Elemente drin hat und für das extra zwei Partitionen aufmache, parallelisiere und arbeitsverteile und synchronisiere und was weiß ich was alles. Viel zu viel Aufwand für diesen kleinen Vektor. Also sollte es, ich habe es durchgeschrieben, sollte es in C++ 17 eine sogenannte dynamische Execution Policy geben. Sollte, weil vor kurzem habe ich vom Detlef-Verfahren, die gibt es dann tatsächlich nicht. Was kann man machen? Ich kann hier parallel Execution Policy sagen. Ich sage per Default sortierst du parallel. Nur
sorry, per Default sortierst du, ja, parallel, hier war ich. Nur wenn die Distanz, also die Elemente, die ich drin habe, von First bis Last, das ist die Länge des Vektors, wenn die unter eine gewisse Schwelle fällt, mach es doch gleich sequenziell, weil dann habe ich nicht den Verwaltungsaufwand. Schaut eigentlich total schön aus, aber funktioniert nicht in 17, weil das einfach der 17er Standard nicht hergibt, ja? War nicht die Idee, dass sie es rausgeworfen haben, weil es so oder so Implementation defined ist? Kann ich nicht sagen, aber sag mal so, es gibt es auf jeden Fall nicht so als... Es ist ja nicht ohne Grund, dass quasi niemand außer HPX das bisher implementiert hat. Weil ohne Executor kommt man nicht weit. Die Executors sind da Geschichte von 20 eventuell, ja. Ja, aber ohne sie das zu implementieren macht, also ist schwer. Also dann, weil du willst jedes Mal Thread spawnen für die Aufgaben oder nicht, das ist extrem teuer. Also die Idee ist eigentlich, also wenn es schön läuft, dass die Implementation sich und sowas. Also man braucht im Prinzip eine intelligentere Runtime, die das richtig abbildet. Die Implementierung der SDL, auf das wollte ich hinaus. Man braucht eine intelligentere und die würde sozusagen so intelligent sein, dass sie weiß, Threshold ist bei mir 38.504. Oder sowas auf die Art. Das könnte 17 schon sein, weil das Implementation defined. Ja, aber dann ist Implementation defined, aber vom Standard ist gar nichts drin. Die Laufzeit kannst du zur Not mappen. Okay, das ist von der HPX, also von der Library, die der Hartmut Kaiser und andere Leute pflegen. Da war das drin und ich habe ursprünglich gedacht, das ist schon 17 drin, ist aber nicht drin, wurde rausgeschmissen. Grund kann sein, dass man sagt, man verschiebt die Intelligenz auf eine andere Stelle. Aber konzeptionell fände ich es eigentlich eine ganz schicke Sache. Man hat so ein Gefühl dafür, ab wann es Sinn macht, zu parallelisieren, ab wann nicht. Und das muss man ein Gefühl dafür entwickeln. Gefühl ist gut bei diesen Sachen. Okay, das war 17. Drei Jahre in die Zukunft, da sind wir bei 20. Also hier. Also, das ist jetzt alles mit größeren Unsicherheitsfaktor, deutlich größeren Unsicherheitsfaktor versehen. Manche Sachen sind relativ sicher, dass sie reinkommen. Bei manchen Sachen habe ich Aussagen, wie hier vom Michael Wong, 50%. Dafür oder dagegen stand relativ Schnurz, aber ich habe die Aussagen. Okay. Wir haben seit C++11 Smart Pointers. Im Wesentlichen gehen sie jetzt nur auf die Shared Pointer ein. Und was ist die Idee von Smart Pointers, Shared Pointern? Naja, relativ naheliegend. Sie verwalten den Lebenszyklus einer Variable oder einer Ressource, einer dynamisch angelegten Ressource in der ersten Annäherung. Smart Pointer also sind per se ja geteilte, mutable Variablen. Und damit eigentlich das Blödeste, was man in Multithreading-Umgebungen machen kann. Das muss man sich bewusst sein. Man ruft nach Problemen. Also ist es da relativ wichtig, dass man eine eindeutige Semantik braucht, wenn man mit mehreren Threads arbeitet. Und das war klar, das war sogar schon 11 klar. Und was haben sie in 11 gemacht? Die haben gesagt, StudSharePointer ist der einzige nicht-atomare Datentyp, für den atomare Operationen definiert sind. Man konnte sozusagen mit Store einen Shared Pointer aufrufen. Das ist aber mit der Programmierung, die ich nicht leiden kann, weil die Programmierung basiert auf Disziplin und nicht auf Typsicherheit. Das heißt, wenn es einen vergessen hat, dann war das zwar richtig, aber was es getan hat, wusste man dann nicht so genau. Das war also ziemlich blöd. Besitzt atomare Operationen für Shared Pointer. Das war die vermeintliche Lösung, meiner Ansicht nach. Jetzt gibt es aber zwei neue Datentypen, Stud Atomic Shared Pointer und der kleine Bruder Stud Atomic Weak Pointer, der hilft sozusagen zyklische Referenzen von Shared Pointer zu lösen. Die wird es geben in 20 und von denen gehe ich aus mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil es relativ ausgefeilt ist schon das Proposal. Warum gibt es die? Aus drei Gründen. Da gibt es ein sehr gutes Paper vom Harv Sutter und der hat es wirklich sehr gut geschrieben. Manche Proposals sind furchtbar zu lesen, das ist klasse zu lesen. Aus drei Gründen. Erstens aus Konsistenzgründen, weil Shared Pointer der einzige Datentyp war, für den atomare Operationen definiert waren. Das war einfach inkonsistent. Zweitens, und das ist das Hauptargument, aus Korrektheit. Ihr könnt einen Shared Pointer so aufrufen und damit ruft er nach Problemen. Oder ihr könnt es mit der Atomic Store aufrufen, damit ruft sie nicht nach Problemen. Das Ganze basiert nur auf Disziplin. Kein Compiler wird einem auf die Finger hausen, wenn man sowas macht in Multithreading-Umgebungen. Korrektheit ist das zweite Argument, wie wir brauchen. Und das dritte ist Performance. Sie haben sich tatsächlich auch überlegt, ob sie zum Beispiel den
klassischen Shared Pointer mit einer Multithreading-Semantik versehen. Mein Static hat jetzt auch eine Multithreading-Semantik. Hat es früher nicht gehabt. Aber dann wäre das Problem gewesen, dass man sozusagen für den Spezialfall optimiert hätte, und das ist natürlich auch wieder blöd. Also gibt es Atomic Shared Pointer und Atomic Weak Pointer. Das ist ein schönes Beispiel vom Herb Sutter, das ich einfach klasse finde. Hier eine Stack, Concurrent Stack. Und hier steht dran, was ihr machen müsstet mit C++11, damit das Thread safe ist. Und hier steht dran, wie man es mit 20 machen wird, wenn es vorhanden ist. Und da seht ihr einfach, ich meine, das ist so einfach. Das basiert auf Disziplin und das basiert hier einfach auf dem Compiler. Der halt wird einem einen auf die Finger hauen, wenn man es falsch macht. Und hier oben starte ich jetzt halt mit Atomic Shared Pointer statt mit Shared Pointer. Also das finde ich eine schöne Gegenüberstellung, wo man sieht, den Mehrwert, den die 20er Atomic Shared Pointer gegenüber den 11ern Shared Pointern haben. Ist einfach viel einfacher. Und wenn es einen Fehler macht, dann haut einem ein Compiler auf den Finger. Hier eben nicht, aber hier haut einem einen auf die Finger. Okay, Shared Pointer. Jetzt zu was für mich die richtige Richtung ist in C++11. Die richtige Richtung war, die C++11 aufgenommen hat, aber nicht zu Ende gegangen ist. Die richtige Richtung, weil ich halte viele Workshops und Schulungen rund um Multithreading. Und da gibt es Probleme. Also ich finde das Zeug einfach viel zu anspruchsvoll für unsere begrenzte Geister. Der festen Ansicht bin ich, so wie wir es zurzeit tun. Und da gibt es Abstraktionen. Und die erste, die wir mit 11 haben, die schon deutlich Abstraktion bietet, sind Futures und Promise. Wer es mir nicht glaubt, vergleicht Future und Promise mit Condition Variablen. Der wird viele Freuden erleben. Also es gibt Future und Promise. Was können die jetzt? Also die haben ein 11 bekommen, aber sie haben noch ein paar Nachteile. Ein wesentliches Nachteil von Future und Promise war, dass man sich nicht komponieren konnte. So Arbeitsabläufe zusammenstöpseln und dann sagen, und jetzt lauf einfach mal los. Und diese Sache wird erweitert, darum heißen die erweiterte Dot Futures. Was können die zum Beispiel? Eine Continuation, ein Then. Ich habe hier ein Future, den ich zurückkriege durch diesen Stut Async oder Async Aufruf. Und dann sage ich, ich mache einen zweiten Future F2, der dann ready ist, wenn F1 ready ist. Also ich sage, nach F1 wird dieser Future ausgeführt. Ich verknüpfe zwei Futures. Und hier hole ich das Gesamtergebnis ab. Eine Then-Operation. Dieser Future hier innen drin ist nicht blockierend. Dieser hier ist blockierend. Also immer der Finale, wo du das Ergebnis abholst, der muss natürlich blockierend sein, weil wenn die Kette noch nicht fertig ist, was soll denn sonst passieren? Nur die Kette ist natürlich nicht blockierend. Das ist die erste Kombination, die ihr habt. Then. Also Ketten aufbauen. Wenn, dann. Die zweite, was ihr könnt, ist when all und when any. When all erzeugt euch ein Future, der ready ist, wenn alle der Input-Futures ready sind. Also, der Promise hat den Wert produziert, der Future konnten abholen. When all, when any ist genau das Gegenstück, der ist fertig, wenn einer von denen fertig ist. When any. Also das ist sozusagen, so geht es zusammen, bei when all, bei when any, einer wenn fertig ist, dann kann der resultierte Future weiterlaufen. Und ihr seht es hier, ehrlich gesagt, das schaut von der Syntax nicht schön aus. Ich habe das mit dem HPX ausprobiert und dann ist mir aufgefallen, so schön die Konzepte sind, das ist relativ schwierig, das typsicher irgendwie da zusammenzubröseln. Also da habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, hey, wenn das monadisch, auf das komme ich zu, wieso gibt es keine Do-Syntax hier, wo man das viel schöner kombinieren könnte. Also da sehe ich noch Nachholbedarf. Also ich habe hier zwei Futures. Die habe ich mal Future von Int, mal Array, okay. Dann sage ich when all. Das geht über die zwei Futures hier oben. Und der Future all F ist dann ready, wenn all von diesen beiden hier, von diesem ganzen Bereich hier ready sind. Im Endeffekt sind es nur zwei, weil der Platzausgang ist. Und wenn der ready ist, kann ich das Ergebnis abholen. Das Ergebnis ist dann ein Vektor von Futuren. Und dann kann ich über jeden einzelnen Future drüber dackeln und mir den Wert rausziehen. Das ist bei Python-Syntax. Wo ist denn Syntax? Der Doppelpunkt. Das da?
Ja. Das war aber nicht, hat nichts damit zu tun, dass ihr Python-Schulung gerade gibt. Aber ganz davon abgesehen, nee, ich habe die Sache eigentlich schon mit HPX alle zusammengestöpselt, weil ich war mir nicht sicher, ob das richtig ist. Man muss das mal zusammenstöpseln. Das ist wenn all und das ist wenn any. Hier starte ich nochmal mit any. Hier habe ich wieder die gleichen zwei Futures. Ich sage when any. Der ist fertig, wenn einer von diesen beiden fertig ist. Formal ausgedrückt ready heißt das. Und dann kann ich mir den ab, und das ist schon relativ schön, dann kann ich mir den rausziehen. Also ich habe wenn any result, der NEF, dann gibt es diese Hilfsstruktur NEF Index, mit der ich mir genau diesen einen rausziehen kann, der fertig ist. Ich weiß ja nicht welcher. Sonst müsste ich jetzt über alle iterieren und fragen, bist du ready, bist du ready, bist du ready? Ja, dann ist okay. Ja, und dann habe ich das Result. When any, when all. Und dann gibt es noch was, was sehr komisch ausschaut, aber was vollkommen Sinn macht. Es gibt noch Make Ready Future, Make Exception Future. Das sind sozusagen Abkürzungen, wie man sich ein Future besorgen kann, ohne ein Promise. Bisher habe ich immer Async verwendet, was eine Art Promise ist, aber ich will es vielleicht ohne Promise machen. Ich will es direkt einfach mir den Future geben, den Wert. Und das ist Make Ready Future. Und schaut es mal her, was mache ich hier? Ich sage compute int x. Wenn der Wert kleiner wie 0 ist, sage ich make ready future, da gebe ich einfach future zurück, da muss ich keinen Promise starten, um mir da die minus 1 zu berechnen. Hier bei 0 gebe ich 0 zurück und nur wenn der Wert größer wie 0 ist, sage ich, das muss ich immer extra Promise berechnen, eventuell im anderen Thread, je nachdem, was die Laufzeit sagt. Aber nur dann. Wenn ihr funktionale Programmierung betreibt, das ist eine Monade, dann entspricht das im Wesentlichen der Return-Funktion einer Monade. Da wird sozusagen der einfache Typ in den höheren Typ eingebettet, damit das Typ-System fertig passt. Weil hier gibt es dann Future zurück und wenn ihr, hier könnt ihr keine 1 zurückgeben, weil das ist der andere Typ. Also da wird einfach billig ein 1 in den Future reingerappt. Das ist das, was Return in der Monade tut. Im Endeffekt, und das ist das Interessanteste dann, was hier gemacht wird, ist vom mathematischen Konzept her oder vom höheren Konzept her eine Monade. Das heißt eine mathematische Struktur, die in sich abgeschlossen ist und die den monadischen Regeln folgt. Das finde ich echt total interessant. Und darum gibt es diesen unwahrscheinlich interessanten Vortrag von Bartos, der das schon wahrscheinlich 2009 gesagt hat, macht die Future endlich zu Monaden, dann kann ich sie komponieren, dann macht das Ganze Sinn. Und darum ist das Wortspiel, I see a Monat in your future. Also extrem guter Talk. Ich hoffe, dass der Bartosz Milewski manchmal wieder den Drift zu C++ kriegt und dass man wieder ein bisschen aus Haskell rausziehen kann, der Kategorientheorie. Aber zurzeit treibt er sich an Italien rum. Im Sommer ist er immer irgendwo in der Toskana unterwegs. Okay, das waren Futures. Dann gibt es Latches und Barriers. Als ich mal vor 2 Jahren einen Vortrag gehalten habe, mit einem ganz komplizierten Arbeitsablauf und dann, wo viele Arbeiter schreien, sie sind fertig, einer wartet, bis alle fertig sind, dann geht die Arbeit weiter, immer so, so einen richtig aufwendigen, kam eins zu, hey, so machst du das denn mit Semaphoren? Hatten wir nicht. Jetzt haben wir sowas Art wie Semaphoren. Latches und Barriers sind im Wesentlichen Semaphoren. Das sind Abwärtszähler. Die haben wir in 3 Geschmacksrichtungen. Als Latches, Barriers und Flex Barriers. 3 Geschmacksrichtungen. Was ist ein Latch? Ihr startet das Teil mit einem Zähler und dann zählt es runter und wenn der Wert 0 erreicht hat, können alle weiter. Das ist also wie so eine Semaphore, die runterzählt und jeder dekrementiert es und weiter. Der Unterschied zwischen Latch, Barrier und Flex Barrier, jetzt habe ich gerade überlegen müssen, ist, dass man Latch nur einmal verwenden kann, ein Barrier mehrmals verwenden kann und bei der Flex-Barrier sogar den Zähler verändern kann. Darum heißt sie Flex, vermutlich für flexibel. Das ist meine Annahme. Okay, was kann die einfache? Sie kann sagen Countdown and Wait, sie zählt runter und wartet. Sie kann einfach nur runterzählen, also den Zähler dekrementieren. Sie kann fragen, ob der Zähler den Wert 0 erreicht hat, sprich ist ready. Oder sie kann nur warten, bis der Zähler 0 wird. Das kann sie. Und damit kann man eigentlich... Ja, und dann gehe ich noch auf die anderen 2 ein und dann zeige ich noch ein kleines Beispiel zu Latch. Weil dummerweise diese Beispiele, die sie im Proposal haben, die wimmeln vor Fehlern. Da muss man furchtbar aufpassen, wenn man die verwendet. Also,
Das ist Barrier und Flex Barrier. Barrier hat zwei Funktionen, Arrive and Wait, Arrive and Drop. Arrive and Warte und Arrive and Drop nimmt die Barrier sich selber aus dem Synchronisationsmechanismus raus, das ist eine Art Runterzählen um 1. Und die Flex Barrier, die kann was Besonderes. Was kann die? Ihr könnt den Konstruktor mit einer sogenannten aufrufbaren Einheit parametrisieren. Also nicht nur mit dem Zähler, sondern auch mit der aufrufbaren Einheit. Und die aufrufbare Einheit muss einen Wert zurückliefern, eine Zahl. Minus 1 oder eine Zahl größer, eine natürliche Zahl. Das ist minus 1, 0, 1, blablabla. Und was bedeutet diese Aufruf, was passiert mit dieser aufrufbaren Einheit? So, jetzt habe ich es ein bisschen zu schnell gesagt. Aufrufbare Einheit ist alles, was sich in eine Funktion anfühlt, also was man aufrufen kann. Lambda-Funktion, Funktionsobjekt, Funktion natürlich selber, das ganze Zeug, Callable. Was passiert? Wenn runtergezählt wird und der Zähler den Wert 0 erreicht, beginnt die sogenannte Completion-Phase. Das heißt, einer dieser Threads, die da warten, um weiterzulaufen, wird aufgeweckt. Dieser Thread führt diese aufrufbare Einheit aus und diese aufrufbare Einheit gibt der Zahl minus 1, 0, 1, 0, zurück. Minus 1 bedeutet, in der nächsten Iteration hat der Zähler den gleichen Wert. 0 bedeutet 0, 1 bedeutet 1, 2. Da kann man praktisch einen Zähler anpassen über diese aufrufbare Einheit. Da die aufrufbare Einheit natürlich auch eine Referenz zurückgeben kann nach außen, könntest du sozusagen nach jeder Iteration auch ändern. Genau, und das ist sozusagen die einzige Barriere, die ihren Wert auch erhöhen kann. Also diesen Zähler, der runtergezählt wird. Wenn man das anschaut, wie schaut es aus? Ich habe es hier mal rot hingemalt, rot unterlegt. So schaut es aus. Ich habe hier DoWork, irgendeine Funktion, die bekommt einen Threadpool. Und hier starte ich die Completion Latch. Completion Latch mit Number Task, irgendeine Zahl. Die repräsentiert vermutlich auch die Anzahl der Threads, die ich in meinem Pool habe. Das ist aus dem Standard im Wesentlichen. Was mache ich hier? Ich füge zu dem Pool, Thread Pool, eine Aufgabe hinzu. Pseudosyntax. Führe die aus und immer wenn diese Aufgabe vorbei ist, wird der Zähler um 1 dekrementiert. Also ich starte mit Number Task und gehe um 1 runter. Und dieser Thread hier ist der Erzeuger-Thread. Dieser Thread hier startet hier irgendwie die ganzen Jobs. Das heißt, der läuft an erst weiter, wenn der Zähler 0 hat. Also hier wird sozusagen synchronisiert. Es schaut relativ einfach aus, aber man weiß ja nie. Sorry? Gibt es dafür auch schon, also wie es unter der Haube implementiert werden soll? Nee, aber ich weiß jetzt gerade nicht, ich denke bei HPX ist das auch schon drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt richtig ausprobiert habe. Ich habe mal viel mit HP, also mit diesem Framework rumgespielt. Nee, habe ich noch keine Ahnung. Atomic Countdown runter? Was muss denn passieren? Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen einen Counter, wir brauchen sowas wie eine Benachrichtigung, Condition-Variablen, also irgendwie muss eine Abstraktion um das rum sein. Also im Endeffekt, man könnte es mit Promise und Future machen und die als Benachrichtiger missbrauchen oder verwenden, aber unter der Decke sind es ja wieder Condition-Variablen. Also im Endeffekt wird es auf Condition-Variablen rauslaufen und was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ein Zähler, der muss mal schauen, wie man es abstrahiert. Also ich meine, sowas kann man auch selber bauen. Ein großer Punkt, warum zum Beispiel viele in der Game-Industrie Future und den ganzen Spaß überhaupt nicht anfassen werden, ist Performance. Genauer. Und wenn sie mit den gleichen Werkzeugen gelöst werden, dann weiß ich auch nicht, ob sie die für also ich habe. Nee, weiß ich nicht. Aber ich meine, da C++ Performance getrieben ist, erwarte ich da auch, dass da Lösungen gibt und die Leute sich Gedanken machen. Ich beschreibe jetzt nur mal das Interface und wie sich's anfühlt. Ich habe absolut keine Zahlen gemessen. Das mache ich bei anderen Dingen, bei denen nicht. Ich meine, ich habe ja auch das HPX dermaßen dämlich bei mir installiert. Mir ging es nur darum, tut's denn ungefähr? Habe ich es denn syntaktisch richtig gemacht? Habe ich diese Promise und Future richtig zusammengewurschtelt? Das typmäßig passt. Und dann kommt der Wert raus, den ich erwarte. Und um es zu verstehen, habe ich den gleichen Ausdruck in Haskell hingeschrieben. Also, das mehr habe ich nicht getan. Ich meine, das sind ja immer noch nur 3 Jahre. Dann gibt es Coroutine. Finde ich jetzt hochinteressant, weil Coroutine ja ein ganz neues Konzept in C++ darstellen. Was sind Coroutine?
im Prinzip verallgemeinerte Funktion. Das Konzept gibt es schon seit Jahrhunderten, wollte ich sagen, ich denke seit den 70er Jahre. Das ist einfach ein simples Konzept, das ist eine Funktion, die ihren Arbeitsablauf anhalten und wieder aufnehmen kann. Pause, resume, suspend, resume, sagt mir ihr. Das ist einfaches. Und damit, mit diesem einfachen Mechanismus, kriegt man ganz schöne neue Abstraktionen her. Zum Beispiel, typische Einsatzgebiete wären kooperative Tasks. Man kann also sowas wie Multithreading simulieren. Kenne ich Implementierungen in Python. Relativ schön. Also ein kooperatives Betriebssystem oder Multitasking-System. Man kann sowas wie Event-Schleifen machen, weil immer wenn es um Events geht, das sind Coroutinen extrem praktisch. Was ich relativ angenehm finde und was der Programmierung auf viel höhere Ebene erlaubt, ist, man kann jetzt sowas wie unendliche Datenströme simulieren. Oder auch Pipelines kann man wunderschön machen mit Coroutinen. Da kommen die einfach richtig schön zum Tragen. Jetzt hätte ich fast ein Python-Beispiel zeigen können. Das ist von James McNillis. Was ist die Idee von Coroutinen? Weil es gibt im Endeffekt zwei, wieso Coroutinen nicht weiterkommen sind, liegt, glaube ich, an zwei Gründen. Weil es zwei konkurrierende Implementierungen gibt. Die von der PPL und die eine von dem Australier, wo ich den Namen immer wieder vergesse. ASIO, wer ist denn das nochmal? Der hat wohl auch eine Coroutinen-Implementierung und die beißen sich wohl ein bisschen. Und dann ist die Frage, was wird jetzt Standard? Das ist jetzt die Microsoft-Sicht, James McNills. Was ist die Idee von Coroutinen? Milliarden auf Coroutinen sollen gleichzeitig laufen können, also soll hoch skalierbar sein. Das ist die Designvorgabe, die sie sich Microsoft selber gestellt haben. Und ich meine, die würden sich das nicht selber stellen, wenn sie es bei ihrer eigenen Implementierung nicht geschafft hätten. Wäre ein bisschen hanebüchert. Dann efficient, das heißt, ein Suspend Resume soll so teuer sein wie ein Function Call. Also es soll nicht teuer sein. Dann open-ended, das ist so entwickelt, dass Leute ihre eigene Coroutine schreiben können, dass es ein offenes Interface nach außen hat. Seamless Interaction with existing facilities, das soll locker oder soll schön zusammenarbeiten mit Promise, Future, mit den ganzen anderen Mechanismen. Und usable, das heißt, es soll auch in Environments verwendet werden können, in denen Exceptions nicht erlaubt sind, also Interrupts. Also auf ganz tiefer Ebene unten. Das ist sozusagen die Designvorgabe. So schaut's aus. So schauen die Statements aus. Ein bisschen hässlich, aber man kann sie lesen. CO Return ist der Coroutine-Return-Wert. CO Await und Co-Yield sind zwei besondere Befehle, die ausdrücken, da kann man warten. Das Co-Await ist relativ schwierig, muss ich sagen, intuitiv zu erfassen, ist Co-Yield relativ angenehm, darum zeige ich es genauer. Und Co-Routine-Handle ist sozusagen der Befehl an die Co-Routine, lauf wieder weiter, resume, wache auf. Ja, und der Co-Routine ist alles, was irgendwas dieser besonderen Instruktionen enthält. Co und die hier seht's. Hier habe ich ein Beispiel, das ich fast 1:1 so aus Python kopieren konnte. Ich konnte es aber nicht in C++ ausführen. Das geht einfach nicht. Aber wie funktioniert's? Hier habe ich einen Generator von Numbers. Also ich habe einen Zahlengenerator. Es ist ein unendlicher Datenstrom, den ich hier erzeuge. Der beginnt bei Beginn und zählt immer um 1 hoch, per Default um 1. Hier habe ich eine Endlosschleife, die immer Co-Yield I zurückgibt. Also eine Coroutine ist. Ich gebe hier auch keinen Wert zurück, ich gebe einen Generator zurück. Also wenn ihr so wollt, ein Objekt, das weiß, wie es an Werte rankommt. Nicht die Werte, sondern nur die Intelligenz, wie ich an Werte rankomme. Das ist eine Interaktion einfach. Was mache ich hier? Ich instanziere einen Generator und weil ich voll bin, gebe ich dem den Typ Auto. Und jetzt iteriere ich drüber. 20 Mal Numbers. Und jetzt kriege ich die Zahlen von minus 10 bis 10, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber genau 20 Mal. Weil was ich nicht machen darf, ist einen Generator ewig laufen zu lassen. Er produziert mir einen unendlichen Datenstrom. Das heißt, wenn ich auf die dumme Idee komme, starte bei 0 und gib mir alle Zahlen in 5er Steps, dann muss ich hier Steuerung C machen, also ein hartes Signal hinschicken, weil der hört natürlich nicht auf. Es erzeugt mir einen unendlichen Datenstrom.
Und wie immer, wenn ihr was Unendliches erzeugt, dürft ihr nur endlich viele Sachen wegnehmen, sonst dauert es zu lang. Das ist also ein ganz neues Konzept in C++. Wie soll ich sagen? Ja, unendliche Datenströme oder auch Algorithmen, die ihr auf unendlichen Datenströmen definieren könnt. Das wird, by the way, auch mit Erik Nieblers Library möglich sein. Da kommen ganz neue Konzepte rein. Da bin ich schon gespannt, wenn man das den Leuten erzählt. Ich hatte heute schon Probleme, jemand Lambda-Funktionen zu erzählen. Das sei zu abstrakt für den. In Python sind sie ganz einfach, im Gegensatz zu C++. So schaut's aus, wenn ihr einen Server habt. Das ist ein klassisches Serverbeispiel. Ich habe einen Server, der accepted Bedingungen auf Port 443, ich glaube HTTPS, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was macht er? Hier ist eine Endlosschleife. Er wartet, bis ein Client reinkommt, nimmt mit Accept an. Dann liest er den Client-Request ein, macht einen Handle auf. Also das habe ich doch vorher korrigiert, da war ein A dran. Soll Handle heißen, Handle. Aber das ist ja egal. Und dann schreibt er was zurück. Dieser und dieser Aufruf sind blockierend. Das heißt, er wartet, bis es vorbei ist. Und durch das, dass er da jetzt ein Co-Await davor setzt, werden die sozusagen pausierbar. Pausieren, wieder aufnehmen, pausieren, wieder aufnehmen. Das heißt, das sind sogenannte resumable Functions, die 1, 2, 3, und die wissen, wie sie damit resume, pause und ready umgehen können. Also wie sie mit diesen drei Zuständen umgehen können. Da steckt die ganze Intelligenz drin. Das ist das Konzept dahinter. Jetzt zu was ganz anderem, zu Transactional Memory. Ich habe mit Transactional Memory schon einiges rumgespielt mit Clojure und Haskell und jetzt haben wir es halt auch in C++. Transactional Memory ist eine ganz simple Idee aus der Datenbanktheorie. Das heißt es? Es gibt sowas wie eine Transaktion, die hat diese berühmten ACID-Eigenschaften. Ich rede hier nicht von Software oder Hardware und Transaction Memory, das interessiert nicht. Es geht um Transaction Memory. Wenn möglich ist, ein Hardware implementiert, der Rest ist ein Software implementiert. So wird's, auf das wird es hinauslaufen. ACID. Das sind drei Zusicherungen, die dieser Block hier hat. Das ist hier absolut kein, das ist Pseudocode. Ich habe es nur verdeutlichen wollen. Was sind die Zusicherungen? Atomicity. Entweder wird alle oder keine Anweisung ausgeführt. Atomicity. Consistency, das System ist immer im konsistenten Zustand. Das heißt, die Welt schaut aus, wie wenn eine Transaktion nach der anderen in einer totalen Order ausgeführt wird. So schaut die Welt aus. Konsistent, von einem Zustand in den nächsten. Und Isolation, kein Mensch sieht das, was da drinnen vorgeht. Oder keine andere Transaktion, um ganz sauber zu sein, weil auf das komme ich nachher noch. Und Durability, das gibt es hier nicht. Weil es kommt aus der Datenbanktheorie, hier wird nichts abgespeichert. Also Durability gibt es hier nicht. Also diese ACI-Eigenschaften hat dieser Block. Was heißt das? Das heißt, also Transaktionen werden in einer totalen Ordnung ausgeführt. Das heißt, ihr habt viele Transaktionen und auf irgendeine magische Weise wird eine nach der anderen ausgeführt. Das muss nicht sein, eine nach der anderen. Die Illusion muss da sein. Es interessiert nicht, wie es tatsächlich passiert. Es wirkt so, als ob. Weil wenn es tatsächlich ausgeführt würde, dann hättest du ein schönes Programm, was nahe an sequenziell geht. Und das wolltest du vermutlich nicht. Das verhält sich tatsächlich, wie wenn ihr ein globales Log habt. So fällt sich das an. Ein globales Log, das jeden dieser atomaren Blöcke hier synchronisiert. So verhält sich's. Es ist nicht so, aber so verhält sich's. Und damit gibt es auch keine Deadlocks mehr. Per se. Deadlock heißt ja das, wenn ja zumindest wenn Locks verschränkt zugegriffen werden, also braucht es zumindest mal zwei. Okay. Und was ich wunderschön finde, Orbasal, das finde ich nicht schön, hier das da, optimistischer Ansatz. Was mich furchtbar an Locks stört, ist ein pessimistischer Ansatz. Ich habe es in einem kritischen Bereich, den will ein Thread explizit verwenden. Was macht er am Anfang? Er lockt die ganze Welt. Und sobald er dieses Lock hat, darf er als Einziger da rein das ausführen. Selbst wenn kein anderer an diesem Zeug interessiert ist. Er hält die ganze Welt erstmal an. Dagegen, eine Transaktion ist ein optimistischer Ansatz. Eine Transaktion wird auf Verdacht ausgeführt und dann wird festgestellt, ob man sie veröffentlichen kann oder nicht. Wenn nicht, wird sie wieder auf den Anfangszustand zurückgesetzt, das heißt der Rollback.
Und es wird nochmal ausprobiert. Aber man probiert es einfach mal aus. Und wenn es einen Konflikt gab, dann macht man es halt nochmal. Also was passiert? Eine Transaktion merkt sich ihren Anfangszustand, wo es losging. Dann wird sie ohne Synchronisation ausgeführt. Wenn die Transaktion aber merkt, dass irgendwas ihres Anfangszustands sich verändert hat, irgendwas hat schreibend auf was zugegriffen, was sie gerade verändern oder lesen will oder schreiben will, dann wird sie wieder von Anfangszustand zurückgesetzt und sie wird nochmal ausgeführt. Angenommen, sie kommt durch, davon gehe ich jetzt aus, vermutlich nennt man das sonst einen Live-Log. Angenommen, sie kommt durch, dann stellt sie fest, nichts hat sich meinem Anfangszustand geändert, dann mache ich einen atomaren Commit. Ich veröffentliche meine Aktion und das seht ihr von der Begrifflichkeit her, das geht schon schwer Richtung Datenbanken, da kommt es natürlich auch her. Das ist ein optimistischer Ansatz. Und nur wenn man merkt, dass jemand anders auf die Daten zugleich oder Zeit modifizierend arbeitet, wenn man da Konflikte bemerkt, dann sagt man, mach's nochmal. Ich weiß nicht, wie oft hier gerollbackt wird. Ich weiß nur, dass in Clojure es eine Grenze von 1000 gab. Da hat man aufgegeben. Bitte? Nochmal eine Frage zur Folie vorher. Gibt es eine Beschränkung, welche Art von Statements man in diesem... Das kommt gleich. Das finde ich interessant. Da gibt es aber aktuell noch eine Diskussion, ob man sogar der Compiler das checken kann, was ich extrem spannend fände. Ja. Es gibt zwei Arten von Transaktionen in C++. Also es wird zwei Arten von Transaktionen mit 50% Wahrscheinlichkeit in C++ 20 geben. Ganz korrekt. Synchronized Blöcke und Atomic Blöcke. Synchronized Blöcke sind die hier. Die werden auch relaxed. Die wurden erstmal Relax-Transaktionen genannt. Das heißt, da können im Sinn, sind es keine Transaktionen, sondern man kann Transaktions-Unsafe-Code ausführen. Was ist Transaktions-Unsafe-Code? In erster Annäherung was nicht gerollbackt werden kann. Zum Beispiel eine Ausgabe auf Standard-Cout. Das könntest du nicht rückgängig machen in der Transaktion. Das ist einfach mal da. Also wenn an Haskell denkst, alles was sozusagen die Welt verschmutzt. Klar, wir wollten das zurückgehen haben. Und dann gibt es Atomic-Blöcke. Hier können, das sind wirklich klassische Transaktionen, da können atomare Transaktionen ausgeführt werden. Die gibt es in drei Variationen und da kann nur Transaktions-Safe-Code ausgeführt werden. Und da ist eben die Frage, ob das sogar der Compiler da mal dedizieren kann, weil das wäre von meiner Sicht nach wunderschön. Ich bin Freund von statischer Typisierung und was der Compiler einem wegnimmt, super. Hier zeige ich mal Synchronized. Das ist eine Relaxed-Transaktion, also die sozusagen, wo man so böse Sachen machen kann wie Standard-Cout. Schaut mal, was ich hier Bösartiges mache. Ich habe hier eine globale Variable, die ich im Synchronized-Block hier inkrementiere. Und per Definition ist das ein Data-Race, wenn das Synchronized weg wäre. Warum? Ich mache das Ganze aus 10 Threads, 10 Mal, 100 Mal erhöhe ich den Wert von I. Ich habe einen lesenden und schreibenden Zugriff zur gleichen Zeit, Data Race, Catch Fire Semantic, ohne synchronized. Ich habe übrigens zwei Data Races hier. Der eine ist unkritisch. Es gibt einen Kampf um Standard Cout, ist auch eine globale Variable, aber viel kritischer ist der Kampf um I. Standard Cout ist in Anführungszeichen Thread Safe. Auf das komme ich gleich. Weil so mache ich da Standard-Cout, weil wir nachher sehen, was da Böses passieren kann. Und ihr seht, das ist jetzt kein Beweis, dass es thread-safe ist. Aber es schaut schon mal sehr verlockend aus. Warum? I würde nie, wird kein Problem machen. I ist per se thread-safe. Das sichert die Hardware zu. Ich rede hier nicht von Software. Aber Standard-Cout ist nie thread-safe. Also werden hier immer irgendwelche Überschreibungen, wenn ich hier Probleme hätte. Das seht ihr gleich. Jetzt bin ich ein bisschen mutiger. Ich verwende Schlafen-Threads nur aus einem Grund. Nie um zu synchronisieren. Ich will nur das Problem zeigen. Also ein bisschen Schlafen an der richtigen Stelle und ihr seht sofort, wo das Problem ist. Und hier lasse ich den Thread nur für eine Nanosekunde schlafen. Das reicht mir. Was mache ich jetzt hier? Das ist die Schleife von vorher. Und jetzt synchronisiere ich. Mann, jetzt führe das gleiche plus plus i nochmals aus, aber vollkommen unsynchronisiert. Seht ihr das? Und jetzt seht ihr hier ein bisschen komisches Verhalten.
tatsächlich ist das jetzt kein Problem, weil was das komische Verhalten ist, ist nur Standard-Cout. Standard-Cout ist Thread-Safe und das heißt, jeder Buchstabe wird atomar geschrieben. Es ist nur ein optisches Problem. Aber es gibt einen Hinweis darauf, dass ich hier ein viel, viel fundamentaleres Problem habe. Ich habe konkurrierenden Zugriff auf das I. Man sieht es hier nicht. Aber darum habe ich ja Standard-Cout verwendet. Ihr seht es hier, da ist ein Problem. Hier wird was überlagert. Okay. Also, das schützt nicht vor Dummheit. Transaktionen sind thread-safe, aber wenn ihr von außen darauf zugreift, ist natürlich schlecht. Und jetzt gibt es die richtige Transaktion, das ist Atomic, und dann gibt es hier einen Exception-Specifier und der kann No-Except, Cancel und Commit sein. In No-Except, wenn eine Ausnahme geschmissen wird, wird Stood Abort aufgerufen, also innerhalb der Transaktion. Wenn, da geht es nur um Ausnahmen durch diese drei Bezeichnungen. Bei Cancel, wenn in der Transaktion eine Exception geschmissen wird, wird Standard Abort aufgerufen, außer es ist eine sogenannte Transaction-Safe-Ausnahme. Das hört sich doch spannend an. Was passiert dann? Die Transaktion wird beendet, der atomare Block wird auf seinen Anfangszustand gesetzt und die Ausnahme wird geschmissen. Da müsst ihr halt natürlich mit der Ausnahme dann umgehen. Und dann gibt es Commit. Da wird die Transaktion veröffentlicht und die Ausnahme ausgeführt. Also die haben wohl lang diskutiert im Standard und dann wieder das Proposal durchgelesen. Es gibt für alle drei Anwendungsfälle wahnsinnig viele Gründe. Und dann haben sie gesagt, machen wir einfach alle drei. Also ich bin da nicht durchgegangen. Also das Paper ist relativ gut. Ja, und hier nur ein Beispiel. Das muss nicht funktionieren. Warum? Weil Cout kann nicht transaktionssafe sein. Ich meine, ich kann das nicht rollbacken. Das kann man sich sowas von natürlich vorstellen. Es gibt noch ein paar Aussagen, und das finde ich jetzt ein bisschen, bisschen unklar, zu Transaktions- und Transaktionssafe. Man kann eine Funktion als Transaktionssafe deklarieren oder das Transaktions-Unsafe-Attribut besitzen. Ihr könnt also Funktionen annotieren, sodass sie Transaktionssafe oder Transaktions-Unsafe sind. Erstens, hier hinten schreibt es ran Transaktionssafe und vorne schreibt es ran Transaktions-Unsafe. Beides zusammen macht natürlich keinen Sinn. Aber ich finde es ehrlich gesagt schon komisch, dass eine Teil der Signatur ist und das andere ein Attribut ist. Es wird einen Grund dafür geben, den ich nicht kenne. Transaktions-Safe gehört zum Typ einer Funktion. Das heißt, es kann wirklich möglich sein, dass man sowas überladen kann oder sowas auf diesem Transaktions-Safe. Wie gesagt, ich habe gelesen, wo es gibt eine Diskussion, dass es statisch kontrolliert wird, ob man hier Unfug drin macht. Im Wesentlichen geht es um Volatile Variable und so Zeug. Die dürfen da ja nicht drin landen. Ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich tun würden, aber es ist klar, wenn ihr Funktionen aufruft auf Transaktionen und so, dann müssen sie auch diese Garantien haben und so weiter und so weiter. Aber was da tatsächlich gemacht wird, weiß ich noch nicht so. Müsste Michael Wong fragen. Nach Edinburgh reisen. Taskblöcke sind relativ einfach bildlich zu beschreiben. Das sind Taskblöcke. Ihr habt den Master Thread, der spawnt ein paar parallele Tasks. Dann wird wieder synchronisiert. Das ist das Fork Join Pattern. Und dann geht es wieder weiter. Ein relativ einfaches Pattern. Das wird es geben, mit hoher Wahrscheinlichkeit in 20. Und schon schaut es aus. Ich habe die entscheidenden Blöcke, die entscheidenden Teile hier rot geschrieben. Ich definiere hier einen Taskblock, Define Taskblock. Und das ist aus HPX. Was ist das? Ich habe eine Traverse-Funktion, die sowas wie einen Baum traversiert. Ich mache eine Aktion auf dem linken Ast, auf dem rechten Ast und überhaupt mal auf dem Stamm. So kann man sich das vorstellen. Ich mache hier einen Taskblock auf. Und durch das, dass ich einen Taskblock aufmache, habe ich diese Lambda-Funktion des TB zur Verfügung. Und mit dem TB kann ich forken. Da kann ich hier TB Run sagen und dann wird hier sozusagen ein neuer Task aufgemacht und diese Lambda-Funktion da drin ausgeführt. Hier Run, Run und hier ist der Synchronisationspunkt, weil hier hört der Taskblock auf. Das ist ein relativ einfaches Konzept. Es gibt auch gar nicht viel dazu erzählen, aber so funktioniert es. Tasks können ausgeführt werden. Am Ende des Tasks werden die Tasks synchronisiert, statt einen Task. Das ist das Fork und das ist sozusagen das Join, weil es ist das Fork-Join-Pattern.
Es gibt noch ein paar Besonderheiten. Es gibt nicht nur Define Task Block, es gibt auch Define Task Block Restore Thread. Was heißt das? Ihr könnt Taskblöcke ineinander verkapseln, wenn ihr es wollt. Okay. Ihr habt nur auf dem äußersten Taskblock die Garantie, dass der Thread, der den Taskblock hier startet, der Thread ist, der unten wieder läuft. Nur ihr habt die Garantie. Diese Garantie habt ihr hier nicht, dass der Thread, der diesen Call hier macht, der Thread ist, der hier wieder ausgeführt wird. Die Garantie habt ihr nur, wenn ihr Define Taskblock Restore Thread macht. Dann habt ihr die Garantie, dass der Thread, der diese zwei Instruktionen hier macht, der Thread ist, der hier weiterläuft. Das ist der Unterschied zwischen Define Taskblock und Define Taskblock Restore Thread. Furchtbar lange Name. Und dann gibt es noch was Interessantes. Es gibt noch ein TB Wait. TB steht für Taskblock, TB Wait. Hier mache ich einen Taskblock auf. Und was macht er hier? Der macht hier einen Task auf, lässt irgendwas laufen. Und hier will ich sicher gehen, dass x2 ungleich x3 ist. Weil wenn das der Fall ist, dann kann es sein, wenn x2 ungleich x3 ist, weil ich x2 hier verwende und x3 verwende, dann warte ich hier lieber, bis der fertig ist. Da kann ich sozusagen warten. Weil ich sage, die Task, mein Erzeuger-Thread darf erst weiterlaufen, wenn die Task fertig ist. Weil es hier vielleicht ein Synchronisationsproblem geben könnte. Jetzt noch eine Feinheit und dann bin ich mit den großen Punkten durch und dann bin ich sehr im Ungewissen, weil es gibt noch ein paar Dinge, die ich erzählen will, was eventuell kommen wird. Relativ interessantes Konzept. Es gibt das Konzept des Child Stealing, des Parent Stealing bei Taskblöcken. Es gibt zwei Dinge. Der Parent, der TP-Run aufführt, gibt es zwei Möglichkeiten. Der führt dann auch sein Kind aus. Also es wird der zweite Thread gestartet. Das nennt man sogenannte Parent Stealing. Der Parent startet den Task und führt den selber aus. Oder dann heißt es natürlich, das Parent wird von dem Scheduler geklaut. Darum heißt es Parent Stealing. Weil wenn der Thread das Kind ausführt, muss ja der Parent weiterlaufen. Darum heißt es Parent Stealing. Und Child Stealing ist genau andersrum. Da wird die neu gespawnte Task von dem Scheduler geklaut. Darum heißt Child Stealing. Beide Ideen sind angedacht in C++ 20. Da haben sie sich noch nicht entschieden. Also es gibt das Konzept des Parent und des Child Stealing. Je nachdem, wer diesen neuen Task beide ausführt. Und jetzt bin ich sehr im Unklaren. Es gibt viele Ideen, die kommen sollen. Unter anderem sowas wie Executors. So eine Abstraktion für die Erzeugung von meinem Execution-Kontext. Das habe ich übrigens von ASIO eher geklaut. Weil die haben das gleiche Konzept da drin, wie das, was im Proposal drin ist. Das heißt, man kann sagen, ich will zum Beispiel einen Thread per Task haben. Ich will, dass es auf einer Thread-Pool ausgeführt wird. Es soll seriell ausgeführt wird. Was Loop-Executor weiß ich nicht mehr. Und das heißt einfach, mach so, wie du denkst, dass es dir passt. Also ihr könnt es praktisch, da wird sozusagen über die Execution Policy parametrisiert und da kann man sich schön vorstellen, das könnte eigentlich ein schöner Parameter sein für die STL. Weil ich meine, es geht um Ausführung und es geht überall um Ausführung. Wieso soll man diese Ausführungsstrategie als Policy nicht irgendwie kapseln und dann durchpropagieren? Also das ist was, wo schon Vorträge vor 3-4 Jahren gab und da gibt es wohl riesige Diskussionen, kommt es rein, kommt es nicht rein. Ich weiß nicht, weißt du was mehr dazu? Bis Ende letzten Jahres gab es richtig viel Streit drum, in welche Richtung es gehen soll. Das kann man vorstellen, ja. Ich kenne vom Detlef ein bisschen, das folgt man. Das war ja auch vor 2 Jahren oder 3 Jahren gab es einen Vortrag des CBP-Kopf. Genau, ich habe mich im Parallel gefragt vor 2 Monaten dazu. Es war so ein bisschen so das Gefühl, so, hey, wir stecken in der Sackgasse, wir wissen nicht, wie wir weitergehen sollen. Und dann in ASIC, letztes Jahr auf dem Standard-Meeting haben sie sich geeinigt auf dem Proposal. Ist jetzt ein TS geworden und. Technisch Spezifikation, okay. Insofern kann man viel erwarten. Ich habe mit Michael Wong auf den letzten Meetings in Berlin gesprochen und er hat gemeint, es ist nicht unvorstellbar, dass wir irgendwann das Sort GPU-Executor und dann einfach nur den Vektor bei Ranges. Ja, wobei, das sind jetzt diese Proposals, die ich jetzt vorstelle, die sind wahnsinnig unausgebacken. Ja. Also weit nicht so, die anderen, die ich vorgestellt habe, das könntest du durchlesen, bis auf Coroutinen.
Das ist ganz schwierig zu verstehen, aber die anderen sind wirklich, kann man durchlesen. Das, was der Habsuter geschrieben hat, das ist klasse zu lesen. Das könnt ihr lesen und dann versteht ihr das Zeug auch. Die sind, da müsst ihr überall im Netz rumsuchen. Da findet ihr was bei ASIO, da findet ihr was über Proposal, da findet ihr was in 5 Proposal, wo ihr nicht wissen müsst, welcher der aktuelle ist. Die haben ein eigenes GitHub-Repository, da steht eine sehr gute Zusammenfassung von allem. Na, ich mag sein. Also ich bin bei, gestern wieder bei dem ASIO, habe ich rumgeschmiert, bei dem geschmückert. Okay, was wird es geben oder was soll es geben? Das sind so Proposals, wo ich einfach gesagt, concurrent angeordnet Containers, also sowas wie eine unordered Map, aber im concurrent. Die gibt auch kein, die gibt ein Stud Optional dann zurück. Also ein Wert oder kein Wert. Ja, das sind die Funktionen hier. Ist logfree, ist relativ interessant. Wisst ihr, was ist logfree heißt? Da könnt ihr fragen, ob die Implementierung mit Logs auskommt oder ohne Logs auskommt. Das könnt ihr auf fast allen atomaren Variablen des C++-Standards machen, bis auf Flag. Das ist das Einzige, das per Definition ohne Log auskommen muss. Atomic Flag, sorry, soll ein bisschen genauer sein. Alle anderen können internen Log verwenden, also Mutex oder sowas auf die Art. Okay, dann was ich wahnsinnig wichtig finde, also ehrlich gesagt, mich wundert es immer mehr, dass wir sowas nicht haben. Die Concurrent Queue. Also wenn es bei Threads, wenn er arbeitet, also ich finde so Producer-Consumer-Threads so mit das Natürlichste, was man haben will. Irgendwer produziert was, schiebt es auf der Queue drauf, andere konsumieren was und die einzige Abstraktion, die man eigentlich braucht, ist, dass die Queue concurrent ist. Als andere ist relativ schnurz. Aber sowas haben wir nicht. Also gibt es Ideen für Concurrent Queue, die praktisch als Puffer zwischen Producern und Consumern dient. Die gibt es angedacht als Locking Buffer Queue und als Log-Free Buffer Queue. Das sind so Proposals, also mit Logs und ohne Logs. Das sind so Ideen. Weitere Ideen, und das finde ich extrem spannend. Das ist was, was von Google kommt, und schaut euch das mal an. Pipeline Execution Task. Hier baut es eine Pipeline auf. Wer macht von euch Unix? Kommandozeile? Ja, das sollte doch bekannt vorkommen, die Pipeline und so. Also das finde ich wahnsinnig interessant. Und das Interessante ist das Rote. Wie wird es parallelisiert? So, das führe ich achtfach aus. So ist die Syntax halt bitte. Das könntest du runterladen, das tut schon auf Google. Irgendwo habe ich einen Link da oben. Die verwenden das und die wollen das irgendwie in Standard reinbringen. Und hier wird auf dieser Ebene parallelisiert. Und ihr seht ja die Befehle, grepfn, wenn das nicht Unix-lastig ist. Dann, was auch der Detlef mal vorgestellt hat, es wird ein Konzept geben von verteilten Zählern. Und das ist ein höllisch schwieriges Konzept, die in Sync zu halten. Da gibt es also ein Konzept von verteilten Zählern, weil man es relativ häufig braucht. Und da gibt es nur so Diskussionen, sollen die dem Push- oder dem Pull-Prinzip folgen. Das heißt, es gibt einen zentralen Zähler. Es gibt viele Leute, die wissen wollen, was da passiert, wie der Stand des Zählers ist. Und die Frage ist, fragen die Clients nach, wie ist der Stand? Oder kriegen sie Push-Nachricht? Das ist der aktuelle Stand. Da hat Detlef auch einiges schon dazu erzählt, auf der Parallel. Ja, und das war es eigentlich schon. Nee, das war es nicht. Nur ein paar abschließende Gedanken. Wieso habe ich das jetzt rot gemalt? Was ich bis jetzt vollkommen verschwiegen habe, ist das, wir bewegen uns gerade auf einem ganz anderen Niveau. Ist das eigentlich jemand aufgefallen? Hier reden wir über Threads, Tasks, Threads, Logs, Mutex, Condition Variablen, Speichermodell, all die schönen Dinger, die einem dauernd den Fuß reinschießen. Hier haben wir jetzt ein ganz anderes Abstraktionsniveau erreicht. Ein ganz, ganz anderes. Das ist das Zeug für Implementierer von Frameworks und Libraries. Das ist das Zeug für die Anwender. Ist eine ganz andere Abstraktion. Ich habe hier keine Logs, keine Mutex, gar nichts verwenden, keine Synchronisation explizit gemacht. Ich argumentiere auf einer viel höheren Ebene. Und das finde ich das Entscheidende an dem, was jetzt kommen wird. Das traue ich mir jemand zu erzählen, parallel STL. Ich meine, da läuft nichts schief, wenn man nicht solche bösen Sachen macht wie ich vorher. Aber was soll da schief laufen? Außer, dass es vielleicht nicht schneller ist. Das ist eine viel höhere Ebene, auf der wir abstrahieren. Ich habe früher immer meine Naivität, Concurrency-Parallelisierung mit Multithreading gleichgesetzt. Ist total Schmarrn. Multithreading ist ein Implementierungsdetail. Wir können auch Multiprocessing machen. Das interessiert mich hier nicht mehr. Hier rede ich einfach über Tasks, über Aufgaben, die in Parallel ausgeführt wird. Ob das jetzt auf einem Thread läuft oder auf einem Prozess, ist mir sowas von Schnutz oder auf der GPU. Interessiert mich nicht mehr.
Wir sind hier auf einem ganz anderen Niveau. Daher das Bild. Das sind die Lego-Steinchen und mittlerweile geht es auf eine ganz andere Abstraktion hin. Und das finde ich das Entscheidende dran. Also mir geht es nicht darum, was in 20 drin ist, sondern wir haben einen ganz anderen Abstraktionslevel jetzt erreicht. Das war's schon. Eine kleine Anmerkung. Das da existiert nicht mehr. Ich bin auf heiße Developer vor einer Woche gewechselt. Beziehungsweise ich schreibe jetzt auf heiße Developer. Mein deutschen Blog wohlgemerkt. Mein Englisch bleibt natürlich da, wo ich.